Guten Abend und herzlich willkommen zu einem weiteren Tales of Systeria Stream. Potenziell in der XXL-Fassung. Au. Ich farbe in der Abendmoderation. Schimpfst du dich nicht, mich zu unterbrechen. Freue mich eigentlich schon wieder eher. Ich verstehe es. Ich verstehe es halt wirklich nicht. Warum bin ich eher? Müssen wir gleich nochmal noch korrigieren. Saray, you're definitely improving more. Yep, thanks to all of you. Thanks to us indeed. Well, every little bit helps. So, ich finde es immer wieder erstaunlich, dass das hier immer wieder durcheinander gewürfelt wird. Aber hey, habe ich oft genug drüber aufgeregt. Heute nicht. Wir wollen heute, also wie gesagt, ich gehe mal in die Karte, damit ich zeigen kann, wo ich hin will. Wir wollen... Oh, wir wollen sogar richtig weit zurück. Interessant. Dementsprechend benutzen wir mal den Teleporter. Das ist ein Teleporter. Ne, Moment, was ist das für ein Kreuz da? Was ist das für ein Kreuz? Ach so, da kann ich schon wieder eh nicht hin. Wir laufen ein, weil ich brauche das Leveln. Und dann moderiere ich mal ein bisschen an. Heute, halt, ich gehe in die falsche Richtung. Ja, ich gehe schon wieder. Was ich sagen wollte. Ich brauchte die Level, weil ich potenziell mit meinen Level 32 Leveln nicht mal die Hälfte geschafft habe, die ich potenziell brauche bis zum Boss. So viel hat meine Recherche ergeben. Meine Recherche hat aber ergeben, dass diese Level scheinbar nicht das Entscheidende ist, sondern mein Equipment. Und das heißt, ich muss ein System verstehen, was selbst in den entsprechenden Foren als, also zumindest von einigen, als unnötig kompliziert beschrieben wurden. Und darauf habe ich ja Bock. Das heißt allerdings auch, dass ich grinden werde. Das werde ich wahrscheinlich offstream machen, weil ich persönlich zumindest finde Grinding selten interessant. Vor allem, wenn es nicht irgendwie was zum Spielerlebnis beiträgt. Aber mal gucken. Wir werden erstmal heute die übrigen Tempel abklappern und dann haben wir vielleicht wieder ein bisschen Story übrig. Bin ich noch auf dem richtigen Weg? Ja, wir wollen nämlich erstmal hier hin. Weil ich habe auch rausgefunden, in meiner Recherche habe ich nämlich mal gelesen, wo der Wassertempel ist. Das heißt, danach würde uns noch ein Tempel finden und den hoffe ich, werde ich alleine finden. Au, au, au. So. Und wir werden mal gucken. Ich habe nämlich wirklich vor, heute mindestens ein Tempel zu schaffen. Wenn ich jetzt nicht an eine Levelgrenze stoße, idealerweise auch nur den vierten Tempel, aber ich weiß halt nicht, wie die Story sich dann entfaltet. Ich weiß es halt schlicht und ergreifend nicht. Ich hoffe einfach mal, dass wir wieder ein bisschen Story kriegen, weil ich muss tatsächlich sagen, sie haben so ein bisschen von 100 auf 0 krass abgebremst, was die Story angeht. Weil am Anfang habe ich mir halt gedacht, ach ja, gehen wir halt von... Ja, ich weiß, dass hier eine Truhe ist. Ich habe sie nämlich gerade gefunden. Habe ich mir gedacht, oh cool, wenn wir dann, wenn wir dann halt immer mal so ein bisschen von Auftrag zu Auftrag gehen und dabei ein bisschen dann immer weiter ins Chaos reingezogen werden, weiter ins Unheil, fände ich das ganz cool. Halt so wie mit dem Papst. Aber so war es halt nicht, sondern es hat eiskalt abgebremst und es war nichts mehr übrig. Und das fand ich halt schade. Das ist ja auch das Problem, was viele Zelda-Spiele im Prinzip haben. Ein bisschen lauter hier, die Dialoge. Das ist ja auch ein Problem, was zumindest die alten Zelda-Spiele immer hatten. Dass sie ein Stück weit
also ein Loch gefallen sind, wenn sie quasi am Anfang die Story gegeben haben und dann kam es deutlich später was. Aber Zelda konnte das irgendwie besser ausgleichen, weil das Kampfsystem oder beziehungsweise die Welt halt besser darauf aufgebaut war, dass man halt einfach voranschreitet. Das ist halt hier nicht der Fall. Hier muss ich grinden. Was halt dumm ist. Kein Fan von sowas, wenn ich grinden muss. Und wenn quasi der Easy Mode, was ich ja auch nochmal gelesen habe, halt überhaupt nicht zählt. Hörst du auf, abzuhauen? Mach ich eigentlich schon wieder keine Ausdauer? Kann mir das irgendwer erzählen? Und der Easy Mode sollte mir im Prinzip, also so war ja teilweise mein Plan, dass, wenn mir das Kampfsystem nicht zusagt, was es überhaupt nicht tut, dass ich mit dem Easy Mode dann halt quasi dabei bleiben, mit Spaß und der Freude dabei bleiben kann. Klappt nur so mittelmäßig, weil ich quasi dafür im Long Run bestraft werde. Dass ich mir das Spiel in den Aspekten, die mir nicht zusagen, erträglicher mache. Was ich ein schreckliches Konzept finde. Zum Beispiel, ich habe das schon bei anderen Spielen gemacht. Ich habe das bei dem ersten Teil der Tomb Raider, dem Tomb Raider Reboot gemacht. Ich habe das bei Assassin's Creed Valhalla so gemacht. Und da wird man halt nicht dafür bestraft, dass man dann diesen Weg geht. Weil halt dieses Spiel sich halt dann darauf verlässt, dass es halt andere Qualitäten hat. Und hier, und das ist ja, das war im Prinzip auch das, was mich immer von JRPGs ferngehalten hat, ist halt die Mentalität, dass ein Spiel Arbeit ist. Das heißt, ich muss halt viel tun, damit ich irgendwie Spaß an dem Spiel habe. Was ich nicht verstehe. Dann doch lieber, halt irgendein Konzept, was halt mehr Spaß macht, weil es ist keine Varietät im Kampf. Weil, wenn ihr das haben wollt, bitte, dann macht aber auch zumindest ein Kampfsystem, was auch irgendwie unterhaltsam ist. In irgendeiner Art und Weise. Selbst das Pokémon-Kampfsystem ist halt, man kann viel über Pokémon schlecht sagen, keine Frage, aber das Kampfsystem ist zumindest so aufgebaut, dass jeder Trottel ist mit ein bisschen, dass man dabei an der Stange bleibt, sag ich mal. Mit einem Trottel sein hat das gar nichts zu tun. Deswegen muss ich meinen Satz kurz korrigieren. Hier, meiste Zeit, gut, wahrscheinlich geht es auch noch besser. Meistens habe ich Button-Mashing, in Anführungszeichen. Also ich drücke immer, ich habe zwei Angriffsknöpfe quasi. Und meine Ausdauer wird verbraucht, egal was ich tue. Was ich schade finde. Weil diesen Standardangriff, weil die Ausdauer wird auch immer so stark verbraucht und ich weiß nicht, was ich dagegen machen kann. Weil ich habe das Gefühl, egal was ich mache, weil ich level, meine Ausdauer bleibt immer gleich. Ich kann nichts machen, weshalb, woran sie besser steigt oder weniger wird. Verdammt, jetzt habe ich das gebrochen. Also inzwischen kann ich auch hier nochmal kurz gucken. Gibt es hier vielleicht irgendwas? Größere Schritte. Mache größere Schritte. Ja, bitte. Flugstabilität? Nee. Automatische Endgültigkeit. Wenn die. Nope. Verdeckte Abwehr. Bei der Abwehr wird die Angriffshäufigkeit von Gegnern, die dich angreifen, erhöht. Mm-mm. Verdeckte Abwehr verringert bei der Abwehr die Wahrscheinlichkeit, dass du angegriffen wirst. Nehmen wir es einfach mal mit, das klingt nämlich gar nicht mal so doof. Auch mit diesem Set. Es ist halt irgendwie, ich habe manchmal das Gefühl, hier ist zu viel zu bedenken. Ich muss halt leveln, ganz klassisch. Da brauche ich noch das Equipment, da brauche ich den Quatsch. Da muss ich aber auch noch die Art-Dinger einstellen. Es ist halt zu viel. Zu viel. Oh, ich verstehe es nicht. Hiebstoß. Normal halte zwei Kombos R2 gedrückt, um eine Schadensanzeige von die Wirkung von Werteverbesserungen bei dir zu verstärken und sofort einen Angriff auszuführen, den Feind zurückwirft. Nehmen wir mal von selber mit. Partnerstoß, normal, halte nach einer Kombo R2 gedrückt, um eine Schadensanzeige zu verbrauchen, beim Partner 50 SK wiederherzustellen und sofort einen Folgeangriff gegen das. Nope. Kettenstoß, 50er Ketten. Nope. Amortisiert. Wenn du tödlichen Schaden erleidest, kannst du ein
einziges Mal automatisch amortisieren. Der Seraph geht allerdings K.O. Das ist okay. Ah, shit. Nein. Habe ich das nicht gerade? So. Sagen, das hat die doch gerade deaktiviert. Egal. So. Perfekt. Aber wir haben hier mal ein bisschen rumgebastelt. Hätte ich hier noch was nehmen. Verbannungsstöße. 105 von 2. Ach. Interessant. 1000. Hier. Das ist halt was. Das ist für Leute, die das Spiel halt auf 100% bringen, sind halt solche Sachen ganz in Ordnung. Um mal was Positives zu haben. Also, wer 100% bei einem Spiel haben will, der wird auf seine Kosten kommen, glaube ich. Wir gehen jetzt weiter. Wir gehen weiter. Hat die eigentlich inzwischen Levelaufstieg mal wieder? Nein, aber wäre auch ein bisschen viel verlangt, glaube ich. Es gibt halt keine Möglichkeit für mich, habe ich das Gefühl, Level zu beschleunigen. Ich habe zwar irgendwann schon mal nachgeguckt, wo gute Stellen sind zum Level Grinding, aber halt nichts, was das irgendwie beschleunigt. Und beim Easy Mode werden halt die Level von den Gegnern zurückgesetzt, weil dadurch, dass da halt so viele Komponenten drin stehen, bin ich halt in meiner Einschätzung wirklich eher bestraft durch das durch den leichteren Schwierigkeitsgrad, was halt so absurd ist. Vielleicht kann ich das nochmal nutzen für das Grinding später. Dass ich da vielleicht die Schwierigkeit noch hochstellen kann. Ich weiß es aber nicht. Das mache ich, wie gesagt, dann wahrscheinlich abseits vom Stream. Also, wir wollen nämlich zu der Cambria-Höhle, wenn ich das richtig gelesen habe. Weil scheinbar gibt es da noch was für uns. Nämlich da geht wohl der Weg zum Wassertempel hin. Richtig Weg? Ja, ich muss den Schlenker machen. Komm mit. Bei Fuß. Jetzt weg. Och. Was bist du da hinten eigentlich? Kann ich dich besiegen? 34. Na, perfekt. Den krieg ich platt. Widerstand gegen alles. Cool. Bitte sei besonders wachsam, wenn er beginnt, sich aufzuladen. Er wird dann eine Reihe an mächtigen Angriffen starten. Er ist schon so wuchtig genug, um eine Bedrohung zu sein. Allein durch das Stampfen mit seinen Vorderbeinen kann er eine Schockwelle auslösen. Cool. Ich will mal versuchen, unser Glück. So big. Shit, warum sind die alle so platt? Do you think we can defeat them? You can't beat them if you half-ass it. If you're scared, just run away. They are indeed strong, but we can win if we try. It'd be better to dodge their attacks than defend. You think you can do it? Burn! I can try this. Burning shard! Rock trigger! Burning echo! Awaken redder! Sonic rush! Shadow shot! Burning shard! Purgatory of flame! Glow fort! Shadow shot! Gravity rolls everything. Burn away! That did it! Of flame! Earth lord! Eat this! Earth Pulse! Rock Winner! Release my Spirit Blasting! Rain of Fire! Burn away! Pillars of Flame! Ah, ich hatte gehofft, hier Feuer. Burning Shard! Ihre Feuerfähigkeiten sind doch ein bisschen besser. Purgatory of Flame! Flow Force! Ravaging Giant! Burning Echo! Burn away! Pillars of Flame! Purify the Earth! Release my... Got it. Release my Spirit Rhapsody! Crimson Edge! Excellence and humility! Die Feuerheilung ist nicht ganz so gut. Burning Shard! Your words should make you vulnerable! Vermilion Crescent! Burning Shard! Pillars of Flame! Rockland! Vermilion Crescent! Burn away! I've got it! Rock Trigger! I'm in your way here now! Get lost! Purify the Earth! Ich heile mich mal kurz. Fairy Circle!
how's Saray doing? He's yet inexperienced, but he's got potential. You're quite critical of him. He just doesn't respond to my jokes like you do. Didn't you mean his shepherd aptitude? Anormale Kugeln. Keine Ahnung, was man mit denen macht. Ich werde es auch nicht rausfinden. Wahrscheinlich. So, wo bin ich noch auf dem richtigen... falscher Knopf. Bin ich auf dem richtigen Weg? Nope, ich muss abbiegen. Nehme ich dich gleich. Welches Level habe ich eigentlich? 33, 33, 32... Ernsthaft, warum leveln die Mädels so viel langsamer? Saray, I'm going to deal with that. Idiot. Yeah. Hey, Shatterfang! This is it! See you next month, loser. Yeah, gotcha! Well, that's hang on, everyone! Yeah. Right on, guys! Want to deal with that? My butt. There's still more, there. Idiot! Guys, he finished yet! Hang on, better everyone! Tomorrow. Time yeah. to rock hey. Out! Ich bin voll gespannt, was die weiteren Tempel machen, weil ich fand, dafür, dass sie so wichtig sind, sind sie halt relativ kleine Abschnitte immer. Was ich schade finde, weil als ich gehört habe, es gibt vier Tempel, habe ich halt wirklich mehr an Zelda-Tempel gedacht. Halt irgendwas Bombastisches, irgendwas, was es sich zu knacken lohnt. Aber so, bis jetzt nicht überzeugt, muss ich klar sagen, bis jetzt bin ich von dem Tempel nicht überzeugt. Aber alles zu seiner Zeit. Da ist ein Speicherpunkt, den nehmen wir vorsichtshalber mal mit. Nein. Speichern. Aber. Ah, verdammt! Egal. Was wollte ich gerade sagen? Achso, ja. Es kommen ja demnächst. Weitere Spiele. Ich habe im Prinzip ab Februar sind potenziell drei weitere Spiele in der Hot Rotation, nämlich Pokémon Legends Arceus, dann kommt Ende Februar fast zur gleichen Zeit, nur ich glaube mit zwei Tagen Unterschied oder so, Horizon Forbidden West und Sifu. Worauf ich richtig Bock habe. Das heißt aber, wir müssen, dadurch, dass ich glaube, dass ich Digimon so schnell nicht fertig kriege, muss ich tatsächlich ein bisschen ranklotzen, was die anderen Spiele angeht. Bei Pokémon sowieso, weil ich will zwischen Pokémon und, also zwischen den zwei Pokémon-Spielen ein bisschen Ruhe haben. Muss mal sowas zu drücken. So, wo will ich lang? Wir waren das letzte Mal hier, bei dem Felszackenjoch. Wir wollen wahrscheinlich entweder, nee. Wo will ich hin? Das ist halt die Frage. Ist hier irgendwo noch was? Ich weiß es halt nicht, aber ich hatte glaube irgendwo gelesen, dass es hier irgendwo weitergeht. Wir gehen mal durch. Vielleicht finde ich ja da, weil ich weiß, dass da noch Speicherpunkte, weil ich nicht erreicht hatte. Oh, ein Ringgeist. Das ist seine Schwäche. Feuer. Was tun wir eigentlich? Au. Gott, ich hasse es, dass ich... Könnt ihr mal bitte einfach mal stehen bleiben, wenn ich euch angreife? You're pretty much screwed. Alright! Release my speaker! Eat this! That won't work! Rock winner! Yeah, I think it's time to take a breather somewhere. Ja, hättest du dich nicht verwandelt, hättest du auch keine Schwäche gehabt, weil ich glaube, die waren stark gegen Erde, aber egal. Kann mich auch um. That was a difficult battle. Let's restore our vitality. Cool, dass du mir einfach mal... Oh, du bist so scheiße, Alter. Nein, nicht Traumgummi. Vorsichtgummi für Edna. Lightning Tiger Blade! Let's keep it up! With barriers. Vermilion Ring! Think about your attack. Blend Burn Bright! Purify the Earth! Very circle! Gotcha! I got you! Trap Toss! Shatterfang! Freezing Shade! That won't work! Next! Miss me over! Very circle!
Saray, you're definitely improving more. Yep. Thanks to all of you. Thanks to us, indeed. Well, every little bit helps. Haben wir gefallen, seine Koteletten. So, ich wollte... Shit, wir müssen mal umgehen, weil ich will mich mal in der Höhle ein bisschen umgucken. Guck mich mal in der Höhle um. Weil das habe ich bis jetzt noch nicht gemacht und bin mir ziemlich sicher, hier gibt es noch ein paar Sachen zu finden. Also gucken wir uns mal um. Schon wieder ein Ringgeist. Counting on you, Lila! Yeah, it's weak against fire! Command me! Rock trigger! Ready Lord of fire! Use status ammo on the undead! Burn! Be gone! Burn away! Your words shall make burning you vulnerable! Burning, burning shark! Don't burn the flame! You're not done yet. Try this on! Tiny Lancer Vermilion! Vermilion Crescent! Don't burn let away! Purgatory of flame! Gotcha. That's the way! Gravity rules everything! Focus! Rain of fire! Sir, I got trigger. You! Rain of fire! I can get changed without making a sound! Dass das halt was ist, worauf sie stolz. Obwohl, nee, kann man schon stolz sein, aber ich finde es witzig, dass sie sie mal wieder erwähnt. Oh. Gut, dann eben nicht. This aroma. Nein. Keep your guard up. Wogegen bist du schwach? Wind. Look on, wind is aware! Cut through! Virulent shards! Who's next is red! Wind will... Don't let us find virulent shards! Let's get him! Yeah. I think it's time to take a breather somewhere. Nope. Ach, da war ich. Ich hatte echt vergessen, mit welchem Knopf ich das aufhebe. You awake, Edna? We can't be finished yet! Lord of Wind! Wind should work! Cut Blade through it! Blade bang! Gail, now's my chance! Here goes! Who's next? Virulent Shards! Who's next? Radiant Heat! Bei Gelegenheit auch mal ein Wort fassen, was mich halt im Kampfsystem alles stört. Das ist halt diese Kombination aus Sachen, die mich stören. I think it's time to take a breather somewhere. Deshalb habe ich es wirklich gerne. Bin ich ganz ehrlich. Das ist halt der Grund. Bin ich noch auf dem richtigen Weg? Weshalb. Moment, in welche Richtung will ich? In die. Weshalb ich halt gerne den Easy Mode einstellen würde, aber ich darf ja nicht. Ich will nämlich da in die Höhle und dann zu dem lilanen Stern. Cool. Geht nicht. Gehen wir wieder um. Gehen wir wieder um und gehen den anderen Weg lang. Was ich auch merkwürdig finde jetzt, ist hier eigentlich... Hier ist aktiv kein Ton. Warum ist in dieser Höhle keine Hintergrundmusik? Oh! Okay. War das so gewollt? Ich könnte hier wieder hoch. Okay, ich will aber hier nicht hoch. Ah. Zack. Und auch diese Moves sind irgendwie nicht sehr intuitiv gestaltet, finde ich. Ich sollte immer aufs Digipad zugreifen. Saray, look around you. Ach, denkst du, warum ich überhaupt hingegangen bin? Dumm. Wobei, nee, ich nehme mich wieder zurück, weil ich überlege gerade, wie sie es sonst machen könnten und, nee. Sie müssten halt, ansonsten müssten halt sie die Aktionsknöpfe benutzen, also X, Kreis, Dreieck und so. Und die sind ja auch schon belegt, also von daher, nee, es ist schon okay. Die haben ja auch ihre Funktionen wie, Kreis hat gar keine. Mit Viereck benutze ich den Angriff. X hebe ich Sachen auf und Dreieck ist ja das Menü. Also nee, ist schon okay. Sie hätten es gar nicht anders lösen können. Potenziell. Not in the mood. Cool, du bist also die Einzige, die... But oh well. My divine flame! Look how I'm doing! Gotcha! Press all! This is it! Carve my path! Don't let Vermilion up! Rain! Slice the not way! This time! Tour of three dark stars! Gotcha. Put some thought into my it! My divine wind flame! Right. Put some thought into it. Ready? Windblade! Here go! Right! Perfect! Windblade! Here go! You can't just swing your sword around and oh. win. What about swinging an umbrella around? Oh, der Schirm sieht von innen richtig cool aus, den wir ihr gegeben haben. Sehr schön. In welche Richtung will ich? Ich glaube, ich will erst nach links.
in diese kleine Tasche, die da ist. Nehmen wir natürlich erstmal das weg. There might be something nearby. Er hat jetzt wirklich, nachdem ich die Kiste eingesetzt habe, aufgemacht habe, reagiert. It seems there's a treasure chest near Again. Us. Da können sie sich halt auch klemmen. Und mit dem Equipment beschäftige ich mich halt auch offstream mal. Weil ich habe zwar gefunden, das ultimative Equipment, aber ultimativ will ich gar nicht, weil ultimativ heißt entsprechend wahrscheinlich wieder objektive Bosse grinden. Okay, wir It's time. Howling Blade, Bolt Tempest. Wings hat er sich Tiger Blade. Hat er sich um die Fledermaus gekümmert. Ja. Hier lang. Da ist eine Truhe und deswegen wollte ich hier durch die Höhle. So, und dann können wir auch ein bisschen grinden. I can't believe there are so many Hellions out there. Ein weiterer Kritikpunkt an dem Kampfsystem ist halt, dass die Gegner sich halt nicht irgendwie von mir aufhalten lassen, sondern wenn ich sie schlage, können sie halt einfach in diesem Kreis rumspazieren oder sich halt außerhalb von meinem Radius bewegen. Und ich habe keine Angriffe, halt keine Standardangriffe, die halt irgendwie dann auf den Gegner auch zuschauen, sondern die bleiben immer, meine Charaktere bleiben immer stehen, wie sie lustig sind. Was es halt nicht angenehm macht, auf diese Art und Weise zu kämpfen. Weil wenn ich mit meinen Angriffen wenigstens auch ein bisschen... Ja, machen wir ja. Wenn ich halt mit meinen Fähigkeiten halt, mit meinen Angriffen halt irgendwie Weg gut machen könnte, wäre das halt... Ja, ich weiß nicht, warum ich hier rüberkomme. Es ist unglaublich. Weapons ready. Wäre das halt so viel einfacher, dieses Kampfsystem zu akzeptieren. Und dann im Gegenzug dazu gibt es so viele Angriffe, die sich vom Gegner nicht unterbrechen lassen, aber meine Aufladeattacken lassen sich halt ständig unterbrechen. Finde ich halt irgendwie unfair, weil ich hätte gerne da eine Regel, dass es halt entweder für beide Seiten Angriffe gibt, die nicht abgebrochen werden könnten. Wie komme ich da runter? Ich sehe da unten eine Kiste. Hier rüber. Nein, falscher Knopf. Dass es halt Regeln gibt, dass bestimmte Angriffe für beide Seiten nicht blockbar sind, beziehungsweise abbrechbar sind, aber ich habe noch nichts gefunden, was ich in der Hinsicht habe. So viel gefunden, noch weiter runter, denke ich. Um hier Kisten zu sammeln. Kasa mal hier den Scheiß ab. Ready for this? Earth Lord! Beat the crap out of it. Eat this! The kind that'll attack from a distance. Splendid! Echo Shock! Help shit! Tiger Blade! Let's do some fortune telling. Please, pick one. Alrighty. Mikleo and Edna will have excellent luck. Wait, what about me? No, hier nicht. Jetzt diese komische Musik. Die Musik für sich genommen mag vielleicht gut sein, das kann ich gerade echt nicht beurteilen. Aber ich finde sie halt selten passend. Saray, look around you. Ja, ich hab die Scheiße schon aufgemacht, aber was ist für Scheiße an? So, gucken wir jetzt vielleicht doch mal hier. Grausiger Jagddolch. Ich muss jetzt mal kurz gucken, welcher ist denn der Schwäche? Weil ich habe auch immer noch dieses Grid da oben verstanden. Weil das hat auch irgendeine Bedeutung. Ich weiß aber nicht welche.
Und ich habe das Gefühl, es wird wichtig. Aber ich will natürlich, der Hauptaugenmerk ist natürlich bei mir, bei den Werten da unten, weil das ist klassisch gesehen das, was wichtig ist. Aber ich bin mir inzwischen nicht mehr sicher. Ich bin mir leider inzwischen echt nicht mehr sicher. Und vor allem, dass ich diese 5-Sterne-Balken da oben innerhalb des weißen Kastens, weiß ich halt auch nicht, wofür er gut ist, ob der irgendwas bringt oder nicht und was er denn bringt, weil dann würde ich mich ja im Zweifelsfall an schlechteres Equipment klammern, nur in der Hoffnung, dass es halt irgendwas bringt. Ich begreife es halt nicht. So viele Sachen, die ich halt nicht begreife in diesem Spiel, die potenziell wichtig sind. Dann will ich jetzt hier hoch. Wir gehen mal hier hoch. Ah, hier ist die Kiste. Sehr schön. There might be something nearby. Ja, es ist hier. Und das regt mich halt auch auf. Diese ganz, also die meisten dieser Sonderfähigkeiten sind halt auf eine gewisse Art und Weise nutzlos. Oh nein. Weil sie halt erst reagieren, wenn ich von selber schon gesehen habe. Das ist halt diese Schatztruhen-Sache von Mikleo, der mir das immer nur sagt, wenn ich es schon gefunden habe. Und hat hier meistens auch seine Suche nach den... Ja, reicht das bis dann? Nein. Und seine Suche nach den... Gott, wie heißen die Dinger? Ich hab's vergessen. Diese Steintafeln, sage ich jetzt mal. Was ich halt schade finde. Weil, klingt an sich erstmal cool, aber wenn es mir halt dann wirklich das immer erst anzeigt, weil ich es eh schon selber finde. Das heißt, ich könnte... Are you kidding me? Muss man jetzt nicht wirklich sagen, dass der... Dude. Ist nicht dein Scheiß ernst. Jetzt ist das hier so ein geskripteter Scheiß oder was? Aber egal, das, was ich gerade eben sagen wollte, nützliche Effekte, weil dann kriegt er hier nämlich einen anderen nützlichen Effekt. Klar, machst halt das weiter. Und du, Denzel. Oh, du beides gerade zu. Anlocken. Ich bin ja nicht doof. Ja gut, seid ihr halt beide Snacks bereit. Das ist jetzt echt ein geskripteter Scheiß. Ach du Kacke. Okay, wie komme ich hier raus? Wie dumm ist das denn schon wieder? Ah, okay. Ich sag dazu jetzt nichts. Ich sag dazu einfach mal nichts. Weil ich habe da, glaube ich, schon mehr als genug zugesagt. Und ich schieb's jetzt einfach auf das Alter vom Spiel. Auch wenn ich gerade nicht weiß, von wann das Spiel ist, aber JRPGs scheinen ja irgendwie in technischer Finesse immer deutlich langsam zu altern als alle anderen Genres. So, wo will ich hin? Ich weiß vor allem gerade gar nicht, wo ich hin will. Ich glaube, ich will dahin, zu diesem großen Ding. Weil dann komme ich dahin, wo ich ursprünglich mal hin wollte. Glaube ich. Love it. Gehen wir mal kurz hier hin. Oh Gott. Aha, eine Truhe. Wurfpumps mal wieder. Irgendwas noch? Nope. Dann gehen wir auch heute. Also der Wassertempel, den habe ich auf jeden Fall auf der Uhr. Dadurch, dass ich ja mindestens bis 22 Uhr streame. Oh Gott. Da muss ich wahrscheinlich gucken, welche Art von Stein zusammenbricht. Wenn ich raten müsste. Ich glaube, der bricht nicht zusammen. Bingo. Zack. Deswegen, ich hoffe, ich kriege 2 Tempel unter, aber wie gesagt, es kann auch sein, dass dann nach dem nächsten Tempel dann plötzlich die Story wieder greift. Und dann ist das...
Quatsch, falscher Knopf. Guten Abend, Vivi. Ja, meine Streams sind halt alle momentan, alle ein bisschen außerhalb der Reihenfolge, sag ich mal so. Weil ich heute ja schon ein bisschen jetzt XXL anfange zu streamen, aber so viel hast du noch nicht verpasst. Halbe Stunde. Ich werde nämlich über das Wochenende wieder XXL-Streame machen und da passt Tales of Tatsache heute am besten rein. Lord of Woodwind should work. I got it. Dragon Blood, Barrel of Shock. Not yet. Dragon Blood, Dark Star. Put some thought into it. Hang on, everyone. Dragon Blood, Barrel of Shock. You can eat as much as you want whenever you're not feeling well. Neues Spiel Plus werde ich bei dem Spiel definitiv nicht machen. Weil ich inzwischen immer mehr Beweise dafür gefunden habe, dass ich mal offstream grinden muss. Und mich vor allem, das finde ich viel schlimmer, in eine Mechanik reinlesen muss, die ich nicht verstehe. Nämlich das Equipment. Weil ich hatte Foreneinträge inzwischen gelesen, dass das Equipment wichtiger ist als das eigentliche Level. Und da muss ich mir das reinlesen, was ich da am besten für Kombinationen mache. Oder worauf ich achten muss, sagen wir es lieber so. Gott, jetzt habe ich mich wahrscheinlich wieder Nee, ich bin richtig. Ich bin auf dem richtigen Weg immer noch. Und morgen hatte ich ja beim letzten Mal schon angekündigt, morgen ist halt Pokémon XXL wieder ab, wieder ab 11 Uhr. Und da habe ich vor, die Hauptstory quasi fertig zu machen, dass dann nur noch die Pokémon wieder übrig ist. Beziehungsweise die, die 8. Arena vielleicht noch. So, Moment, bin ich dran vorbeigelaufen? Oder habe ich es aufgemacht? War ich hier in diesem kleinen Loch? Nein. Plätzchen. Ist ja fast sogar noch Saison. Ich habe es dieses Jahr wieder nicht geschafft, Plätzchen zu backen. Ich hatte eigentlich Bock drauf. Aber ich habe es nicht geschafft. Tatsache. So. Da hinten wollte ich noch hin. Ich gerade nicht weiß wie. Du. Ready, everyone? Earthlord! Beat the crap out of it. Rampaging Giant! How's this? Gotcha! You handle it. Wie ist denn noch der übrig? I can't believe there are so many Hellions out there. So, da lang. So. Also mein Plan ist Tatsache morgen. Moment, was? Habe ich gerade reagiert? Ich wollte nur mit... Okay, scheinbar war es nur sie. Morgen halt Pokémon. Dann am 1. Januar, also Neujahr, werde ich wahrscheinlich Guardians of the Galaxy einen XXL-Stream machen, weil habe ich Bock Tatsache drauf. Das Spiel hat Tatsache in dem ersten Stream, den ich damit gemacht habe, echt überraschend mehr Spaß gemacht. Schön, wie die Schlange da wartet, bis ich fertig gelesen habe. Und dann am 2. Januar wahrscheinlich Demon XXL. So. Und das hatte ich. Und das mit den Fusionen, das hatte ich nämlich auch schon gelesen. Ich weiß aber nicht, was es bedeutet. Effektive Kämpfe mit deinen aktiven Fertigkeiten und du würdest aufnehmen können. Um mehr Fertigkeiten einer bestimmten Fertigkeitsgruppe zu sammeln, könntest du bei einem Waffenschmied Fusionen durchführen. Keine Ahnung, was das bedeutet. Und ich weiß nicht mal, ob ich schon mal einem Waffenschmied begegnet bin, ehrlich gesagt. Damit muss ich mich mal offstream beschäftigen.
Und darauf freue ich mich. Saray, I'm counting on you. Nichts. Was passiert gerade? Ich sehe nichts. Howling Blade, Full Tempest. Hang on, everyone. Crazy dreams. Sweet dreams. Vor allem schön, wie der Ringgeist da einfach stehen bleibt. No escape. Flow and surge. Rising Sand. That won't work. My divine Solid Claw, Crimson Edge. It's not often you see a Seraph using a staff like a club. I mastered it while practicing with Saray. It's got the reach you'd need to win, since he's taller. That's not the reason why. But the height. That's not it. Okay, das beruhigt mir, dass ich scheinbar das auch so machen kann, weil... Oh, was für ein Shirt? Grellpinkes Shirt. Achso, das ist wahrscheinlich eine Rüstung. Weil das habe ich halt auch anders gelesen. Das ist halt scheinbar... das sieht cool aus. Das ist halt alles ein bisschen umständlicher als mit dem Kampfsystem. Dass ich halt für den finalen Boss halt, dass da wichtig ist, was ich für ein Equipment habe und dass das Equipment im Zweifelsfall wichtiger ist als das klassische Level, also hier meine aktuell Level 33 Leute, dass das halt zwar auch wichtig ist, aber weniger wichtig zum Beispiel als das richtige Equipment und was ich dafür benutzen muss. Wir schauen mal. Also ich bin ja schon mal beruhigt von dem, was du gerade gesagt hast. Ein Speicherpunkt und here, it's fresh from the oven. Hey, Madeline's. Thanks, Dezel. No need to thank me. Eat up. Okay. Hey, Dezel. These taste really similar to the ones I make. Why is that? Who knows? It's a coincidence. Do coincidences like that even exist? You seem to be bothered about something. What's wrong, Rose? It's not a big deal, but how Dezel makes Madeline's is really similar to how I make Madeline's. I wonder why. It must be a coincidence. Is it really? Isn't it strange how even our secret ingredient, porridge juice, matches? It's common knowledge among skilled Madeline makers to use porridge juice as the secret ingredient. What? It's not only limited to Madeline's. Each kind of sweets has its own ideal ratio of secret ingredients to put in. If you want to master the art of cooking, it's very important to assess the ideal secret ingredient. Okay. Never thought Dezel would have been so knowledgeable about sweets. Porangensauce. Ready, everyone! My commandy! Fethness Miela! Trigger! Breakthrough! Scorch Fethness! Lass mich durch, du Blindschlange. Hit him hard and fast! Rain of fire! For big fire should work! Sweet! Just leave it to me! Rain of fire! Scorch Valley! That did it! Scorch Valley! Dust in ruined! Burn away! Purify the earth! Fairy circle! Burn away! This is it! Purgatory of flame! Come on. Burn! Yeah, I think it's time to take a breather somewhere. Nein, keine Zeit für Reserve. Was wollte ich gerade sagen? Achso, ja, zu Dezel. Es ist ja auch, also es ist ja kein Geheimnis, dass die irgendwie eine gemeinsame Vergangenheit haben. Aber ich habe immer mehr den Verdacht, vom seit beim letzten Mal irgendeiner von den, ich weiß gar nicht, war es im Erdtempel? Einer von den Seraphim hat halt ja gesagt, dass Menschen auch Seraphim werden können. War aber nie, es wurde aber auch nicht gesagt, wie. Und ich habe jetzt langsam eine Theorie, dass Dezel vielleicht die Seraphim-Form ist von ihrem Vater, beziehungsweise halt der sie aufgelesen hat, also quasi der alte Anführer von den Assassinen. Ist gerade eine Theorie. Mal gucken, ob sie standhalten kann. Habe ich eigentlich gespeichert? Ich will mal wieder speichern. Ich traue dem Spiel nämlich nicht mehr seit dem letzten Stream. Zack. Oh, was bist du? Don't under 44. Kriege ich das hin? Auf jeden Fall nicht mit ihr. Ein Hellion mit 9 Köpfen. Eigentlich sehe ich nur einen, aber okay. Vermutlich hat er auch 9 Persönlichkeiten. Wenigstens ist es eine ungerade Zahl, sodass sie Probleme durch Mehrheitsbeschlüsse lösen können.
Ja, das ist Tatsache sehr wichtig. Sie scheint vor allem mit Fallen zu arbeiten. Vorsicht, lass dich von ihr nicht in die Enge treiben, sonst wird sie dich bewusstlos schlagen. Okay, sie kann besonders gut Artangriffe, also Spezialangriffe ist scheinbar besonders gut bei ihr. Und der Angriff, der Rest ist meh. So, ich würde sagen, wir verwandeln uns mal in den Windgeist. It's a nine-headed serpent. This will be tough. So it has nine heads? Where? Take a gander at the bottom. Ew, its legs are like snakes. Get lost. Territorial flame. Strike. I'm in a bind here. Watch your health. Release my spirit. Strike. You get reckless, Dazzle. Release my spirit. Burn away. Das hat ja gut funktioniert. Du kümmerst dich mal. Arcana Trank. Nee. Brew, drop them. Captain, you handle it. Vermilion Crescent, no escape. Go. You're pretty much screwed. Purify the earth, fairy circle. Breakthrough. Rampaging giant, echo shock. Drop them. Purgatory of flame. Be gone. Echo shock. Take this. Light the way. Crystal tower. Rising sand. Cry out, Rockbringer. Eyes on the prize. Rising sand. Cry out. Unleash your hidden power. I'm a slight evil. I'm in a bind here. Rising sand. Echo shock. Take this. Sword flare. Eyes on the prize. Be gone. That won't work, Rockbringer. Rising sand. Cry out, Rockbringer. Unleash your hidden power. No cap! That did it! Miss Miyama! Get lost, Lila! Ja, ist okay. Ja, Datenladen. Und gut, dass ich gespeichert habe. So, ich glaube, die lasse ich erstmal in Ruhe. Beziehungsweise wir gucken uns erstmal hier weiter um. Gucken wir uns erstmal um. Weil da hinten ist doch irgendwas. Hey! Isn't that the Earth in Historia? Mit dem habe ich nicht gerechnet. Erhalten grüner Irrstein, Aon. Die mächtige Armee von Rowlands bereitet sich darauf vor, in den Krieg zu ziehen. Die Soldaten jubeln ihrem General zu. Scheinbar gibt sie doch Musik, wenn man sie nicht hören kann. Die Musik ist merkwürdig abgemischt. Sehr, sehr abgemischt. Ich glaube, so extrem habe ich es noch nirgendwo gesehen. Mikleo, what do you think it means? The king was handing a sword over. Pretty clear that it was some formal military ceremony. And I imagine the person receiving the sword was a general. The uniform would suggest a general of the Rowlands Empire. It's hard to say exactly when this took place, though. Whoever he was, he sure looked like a hero. But what does it mean? It's not like that's a particularly uncommon type of scene, historically speaking. If we could see more, we might get a better idea as to why this scene showed up. Do you think there are any more? I don't know, but let's try to find them. I mean, hidden glimpses of history? How cool is that? Okay. Ach, verdammt. Yeah! Damit habe ich jetzt nicht gerechnet. Quite surprising. A shepherd in an age like this. I think you've surprised us. My name is Saray, and you are? I am Syndra, Shepherd Saray. Are you the Seraph of Lastenbell? I once was, yes. Can we ask you to give your blessing again? There's no Seraph enshrined at the sanctuary in Lastenbell, and strange things are happening. That's of no relation to blessings. How can you be sure? Because I have used the bells in the belfry as my vessel. I see. So the sanctuary in Lastenbell is nothing more than a figurehead. In any case, it is no longer my concern. I no longer have the capacity to understand humans. Please, leave me be. May we ask you what happened? I'm sorry.
Okay. We can't force her to talk. But something's up. We should do some research. You're right. Let's go ask people in Lastenbell. They may know something. Das ist jetzt Side Story? Moment, aber eigentlich wollte ich eine andere Sache fragen. Diese Historiensteine, die ich immer finde, ergibt das, wenn ich alle finden würde, eine komplette Geschichte oder sind das einfach nur unterschiedliche Fetzen aus der Geschichte? Da bin ich mir nämlich echt gerade nicht sicher, weil es sind immer irgendwie gefühlt. Ah, nee, das war, ist ja wieder Side Story. Scheinbar. Lastenbell, okay. Lastenbell. Keine Ahnung, gerade wo Lastenbell ist. Irgendwann später kümmere ich mich drum. Versprochen. Erstmal versuche ich trotzdem einen Wassertempel zu finden. Schatzruhe. Ah, verdammt. Schatzruhe ist verschlossen. Mist. So. Wieder ein Ringgeist. Also, ich wollte aber da hinten in das Loch. Moment. Ah, okay, also es ist, es sind also quasi Fetzen und es ist quasi Zusatz, also drumherum Geschichte für das, was aktuell passiert. Verstehe ich das richtig? Was mir da gezeigt wird. Weil ich weiß, wir hatten auch schon irgendwie die, sozusagen, ja, okay. Weil da war ich mir nicht sicher, weil ich weiß, wir hatten ja diese eine Schlacht mit diesem, mit dieser Spinnfrau, wo ich mich ja schon darauf freue, dass ich irgendwann gegen diese Spinnfrau kämpfen werde, bin mir aber inzwischen nicht mehr sicher, weil ich halt echt nicht mehr weiß, wann das alles stattfindet. Aber scheinbar findet das jetzt statt, also in Anführungszeichen jetzt. Wenn ich es richtig verstanden habe. Bin ich auf dem richtigen Weg? Ich bin nicht auf dem richtigen Weg. So, da ist ein Kraut schon mal. Nur Kräuter sind hier. Ernsthaft? Cool. Drehen wir wieder um. Ach, da ist das neunköpfige Monster. Das lasse ich, wie gesagt, jetzt erstmal in Ruhe. Und ich glaube, es wird kurz Zeit für eine Teleportation, weil sonst finde ich ihn nie wieder raus. Bin ich ganz ehrlich. Schrein der Feuerprüfung? Nee, auch die Erdprüfung will ich nicht. Ach schön, die sind hier in der Reihenfolge, wie ich sie abgeklappert habe, scheinbar. Oder nicht? Nee. Gut, Odin, ich glaube, es ist am Sinn. Lastenbell, gehen wir doch einfach mal kurz nach Lastenbell. Vor dem Heiligtum. Ja, gucken wir uns mal um. Ich will mich einfach mal anlassen. Wenn wir jetzt das schon mal aufgegabelt haben, diese Sidequest, warum nicht? Ach, du bist also der Hirte. Es tut mir leid, wenn ich unhöflich bin, junger Mann, aber ich möchte dich um einen Gefallen bitten. Seraph Syndra, Herrscher des Landes für diese Stadt, ist neulich davongelaufen. Ich wäre so dankbar, wenn du sie für mich suchen würdest. Ich würde es ja selbst tun, aber in letzter Zeit sind so viele Hellions unterwegs. Sie wollte zum See. Wahrscheinlich hat sie den unterirdischen See in der Cambria-Untergrundhöhle gemeint. Ach, das ist sie. Es muss nicht sofort sein. Wenn du mal Zeit hast, ich wäre dir wirklich sehr dankbar. Ja, wir haben sie ja gefunden. Okay, was haben wir denn noch für Sprechblasen? Ah, du hast eine offene Sprechblase. Anscheinend ist es auch in der Hauptstadt zu Unruhen gekommen. Und hier ist noch niemand verhaftet worden. Ich weiß, es bringt nichts, sich darüber Sorgen zu machen. Aber ich frage mich doch, was aus diesem Land noch werden soll. Oh. Die Armee von Rowlands kümmert sich jetzt um diese Banditenkinder, die vom Schlachtfeld geflohenen Soldaten angreifen. Sie sollen sogar schon angefangen haben, Kutschen auszurauben. Da geschieht es ihnen wohl ganz recht. Aren't they referring to the group of children we met back then? Wahrscheinlich. We should let them know. If the army is after them, they won't stand a chance. That's why I told them to stop. Cool.
Ah, hier haben wir doch was. Die kleine Margaret aus dem Gasthaus soll davongelaufen sein. Alle haben sie eine Lügnerin genannt. Wer könnte es ihr also verübeln? Looks like this Margaret or whatever might know something. Und wo But ist Margaret? She bullied, though? I have a bad feeling about this. Bullied Saray, ist. Saray, why don't we take a rest at the inn? Good idea. That's Margaret's home, besides. Aber bullied ist doch nicht dasselbe wie bedroht. So etwas einem Kind anzutun. Das ist auch krank. Aber ich habe ja gut reden. Keinen Finger habe ich gerührt, um ihr zu helfen. Okay, das Gasthaus war das blaue Ding, wenn ich mich richtig erinnere. Jo, das blaue Ding, habe ich gesagt. Die Wirtin ist so angespannt. Seit Margaret von zu Hause weggelaufen ist. Sie stürzt sich förmlich in ihre Arbeit. Natürlich mache ich mir auch Sorgen um Margaret. Aber ich muss mir auch Sorgen um die Wirtin machen. Kann ich bitte irgendwo mal... Dankeschön. Hallo. Willkommen im Gasthaus Randgritz. Nachdem der Regen endlich aufgehört hat, gehen die Geschäfte wieder etwas besser. Also empfehlen wir, möglichst frühzeitig zu buchen. Was wollen wir denn? Steak? Saure Gurken? Halt Verbrennungen, wenn verbrannt. Halt Verlangsamungen, wenn verlangsamt. Halt bei K.O. das K.O. und stellt 20%... Nehmen wir das einfach mal mit. Not a lot of clues to her whereabouts. We know something bad happened. Maybe Syndra and Margaret had already known each other from before. So you think Margaret had such strong resonance that she could talk to Seraphim? Yeah. It's like they were once friends, but... Something happened. Yeah. All the more reason we need to find and talk with Margaret. A little girl can't have gone that far away. Let's look for her tomorrow around the city. A scream? Right outside! Okay. Scheinbar bin ich in eine interessante Side-Story gestolpert. Ein Werwolf. Ein Werwolf. Wie? Kein Spruch? Huh? It's kind of weak. Ist das Margaret? A wolf monster. She has resonance too? Dang. We're going after it. Come on, hurry. Irgendwas sagt mir, das ist Margaret. Oder führt uns zu Margaret? Wo müssen wir hin? Ah. Okay, keine Dialogszene. Wo ist der Wolf hin? Wo ist der Wolf? Und das alles nur, weil ich zum Wassertempel wollte. Was sag ich? Nein, das ist halt Sache neben Story scheinbar. So, wenn ich ein Werwolf wäre, mitten in der Nacht, mitten in einer Stadt voller Glocken, wo würde ich hingehen? Trank des Lebens, cool.
Wenn von hier aus ist er weggerannt. Vielleicht hier irgendwo? Ist ja noch, ach so, die geht wahrscheinlich nicht auf, ne? Ja. Wo ist der Wolf? Hier war ich auch schon. Snacks are done. Cool. Wolfi, wo bist du? I can sense the ancient tongue. Ernsthaft, den habe ich nicht abgeklappert? Interessant. Wahrscheinlich. Ach, da war wahrscheinlich eine Cutscene. Du hast ja bestimmt was gesehen. Lustenwell ist eine Stadt der Kunsthandwerker. Der größte von allen war mein Vater mit seinen glücklichen Händchen. Damit will ich sagen, er ist der Einzige, der es je fertiggebracht hat, Waffen aus Mithril herzustellen. Ernsthaft, ihr traut euch nicht, einen Werwolf zu nahe, und dann klaut ihr das magische Metall von Tolkien? Oh, come on. So, wo ist dieser blöde Werwolf? Ich bin inzwischen fast die ganze Stadt abgelaufen. Oben vielleicht? Kann ich ihn auf der Map irgendwo sehen? Wo ist der Wolf? Also ich gehe mal davon aus, dass er noch in der Stadt ist. Er ist natürlich auch einfach durch das Tor hier gegangen. Wer weiß. There's two of them and it's eating its own kind. Oh. Er hat sich hier weiterentwickelt. We can't hold. Okay, wollen wir verscheißern? Warum ist das Team schon wieder durcheinander gewürfelt? Ich krieg's kotzen. Okay, wen spiele ich? Okay, sie spiele ich. Immerhin, das ist richtig. Lila. Is this a Rougarou as well? No, this is a Hellion breed wolf. It's a beast turned Hellion. It's agile, but open for attack after it moves. Crystal Tower! Rampaging giant! Yeah. Take this! Quiver! Who's rough away? Cry out! Hand them fire! Fairy circle! Eat this! Iron curtain! Blue flurry! Rising sand! Echo shot! Take this! Purity! Light the way! How's this? Crystal Tower! Rampaging giant! Return Cry aboard! Out. Rockbringer! You know Begun. Nothing! Cry out! You'll run into who's rough away! Iron curtain! What? Spirit Begun. Cleansing! Rampaging giant! Oh, stehen bitte! Bleib Begun. Einfach mal! Shatter deluge! Ich hab keine Ausnahme. I'm in a bind here! Whoa! Purify the earth! Fairy circle! May your knowledge seek you! Eat this! That won't work! Take this! Das war knapp. Aber wenigstens habe ich ein Level abgekriegt. Sehr schön. Wieder eine enorme Kugel. Cool. What? What is going on? Lass mich raten, Mathilde? Margaret. So war der Name. You can tell it's really me. Even though my mom said I'm a monster. Of course. I know you're not a monster.
No, but I became one because me and Wiggs got so angry. Wiggs became a super scary monster all of a sudden, and then killed the people in the city. I got really scared, and so I went to go see my mom to get help. But then my mom... Don't worry. Your mom is gonna come soon. Really? I'm so happy. Syndra, I sensed the presence of Hellions, and also a bit of nostalgia. I can hear Syndra's voice. Wiggs, let's go to the bells. Syndra will be waiting for us. Margaret, sie ist gestorben. I could have stopped this if I hadn't run away. Syndra. All Margaret said was that there isn't a seraph enshrined in the sanctuary. I see. And so that must have been what led to the bullying. Yes. In the midst of the intensifying clash between countries, the church has been disciplining their believers more strictly. It's gotten to a point where they've started to act hostile towards anyone else with conflicting values and beliefs. Even if it is just some child's nonsense. So that's the reason why you left, out of utter disgust with humans. Shepherd Saray, please, could you give me just one more chance to protect the city? I'd like to, but that city is still... But she's willing to do it, right? Yes. I won't have people speak of my friend as a liar. Also, es ist die falsche Richtung, in die du gerade gegangen bist. So, jetzt haben wir da einen Seraph wieder eingesetzt. I've always thought that having resonance was a good thing, but I guess that's not always true. Once you can see with it, your world is never the same again. Depending on how you take it in, you could change for the worse. In the end, it is what you make of it. Everyone's got their own values. But different values bring conflict amongst the people. Humans and Seraphim effectively live in different worlds. No wonder it's hard to live in harmony with each other. It's the same for shepherds and humans. What's important is having the capacity to accept each other's differences. Right. We're separate beings in the end, after all. Besides, resonance has nothing to do with this anyways. Those bullies are at fault. Der Segen für die Region Lastenbell wurde wiederhergestellt. Cool. Das speichern wir doch gleich mal. Reisen zum Speicherpunkt. Moment. Jetzt kann ich ja wieder überall hin. Was sind das für Kreuze, die da aufgezeichnet sind auf der Karte? Hat das irgendwas zu bedeuten? Haben diese Kreuze irgendwas zu bedeuten? Ich glaube, ich will trotzdem erstmal nach... Nach Gododin. Und von dort aus bin ich... Weil wenn ich es richtig verstanden habe, in dem Guide, den ich gelesen habe, ist es hier irgendwo. Also nicht in den Gododin, sondern... Is it just me? Or does the village have more malevolence than before? I feel it too. Noch eine Sidequest, die ich machen könnte. Are you looking for Chief Slenge? Yes, I'm an acquaintance of the Chief, and... I'm sorry, but the Chief is indisposed right now due to illness and will not be taking visitors. What? He is? But be of good cheer! In the name of the Shepherd, I vow to heal this noble servant of the people! Oh, so you're the Shepherd, are you? Nothing escapes your eye, my lady. Wow.
Indeed. I am the renowned, the incomparable Shepherd Melfor! Who can't see us in the slightest. All hail the mighty Shepherd. I can tell from your unique accoutrements that you wish you were a Shepherd as well. Eminently understandable, but I cannot recommend it. The Shepherd's life is one of solitude. He spends his days in constant battle, unappreciated by the world he cherishes. Okay? In any case, rest assured that the village chief is in the caring hands of Shepherd Melfor. Draco Malfoy, oder so ähnlich. Und wir lassen den Scharlatan jetzt einfach hier so machen. Do you think it's malevolence that's causing his illness? Is the chief even sick? I don't trust that guy. But we do know that the amount of malevolence in this village is increasing. Let's start by reviving the blessing of Ghadadin. We can worry about the chief after that. Makes sense. That's the real shepherd's job, after all. Ich habe einen gesehen, einen echten Dreckegel in der Uderhöhle. Did that kid have resonance or something? That dirt leech he talked about is a hellion, isn't it? Dreckegel, yes. Nicht Dreckegel. It's a very troublesome hellion with high vigilance. It'll be difficult to catch it. Okay. Machen wir jetzt auch nicht. Ich will erstmal meinen Weg finden. Wir wollen dorthin. Ich ignoriere dich. Ich will jetzt nämlich erstmal wieder vorankommen. Ja, okay, fein. Focus, guys! Also, die haben keine Schwäche. Purity, go for it! Shadow Shock! I got you! It's over! Let's get him! Lion's Howl! Not yet! Yeah! Lord of Tiger Blade! Purity, come forward! Be careful! Ah, ich muss schon wieder die... Try this on! Let's get him! Not yet! Armored Hellions attack first, then run away! Yeah! Sweet dreams! You are right! Not bad, not bad. Back off! Ready for water? Burning Echo! Burning Shard! Purgatory of Flame! Open the way! Burn! Who's next? Burn away! Light. Return Rain the void! Rain of Fire! Scorch Valley! You know nothing! Shadow Shock! Burning Shard! Multiple next. Currents? That's the way! Smite my enemy! Yeah! Vermilion Crescent! Return to void! Looks like we win! So, tut mir leid, Mikleo, du warst schon viel zu lange im Team. Du bist raus. Oh, wir lassen Edna mal oben. Ich habe das Gefühl, Feuer brauche ich hier häufiger. Wir sind so nah dran am Feuertempel, glaube ich. Wassertempel, Entschuldigung. Feuertempel hatten wir ja schon. Da kommen wir quasi gerade her. Also, von der Richtung her. So, da lang. Das ist der andere Weg eigentlich. Oh, okay. Nimm das, Ogre. Surely this is. Fate. That must be how fire should work. Rain of just fire. Leave it to fire. Just leave. Take out Syrians who use arts with midnight. Dancing flame. Crash fire. Shadow shot. Break your through. Words shall make all you right. vulnerable. Purgatory of flame. Soul siphon. Better luck tomorrow. Rain of fire. No, it's fire. We won't lose to you. So. Okay. Da ready, hat... everyone? That's ready, all everything! Slice through air! Grab the trigger! Fire Echo. Should work! Yeah. Just leave to take out Syrians who use arts with hidden arts! Away from that! Burn away! Rainbow! Burn. Theoretisch Burn muss ja noch irgendwas kommen, wenn ich die vier Tempel geschafft habe. Da kann ich noch nicht nur das Late Game bleiben. Bin wirklich gespannt, wie das hier weitergeht. Da sehe ich schon mal Kraut. Da sehe ich einen Speicherpunkt und eine Kiste. Oh, es wird langsam.
Finstertrunk. Und speichern. Was sagt denn das hier? Ida-Höhle voraus. Die Höhle ist groß und geräumig. Einfache Vorsichtsmaßnahmen können Unfälle vermeiden. Dorf Oberhaupt von Grün. Gut, scheinbar geht's hier doch nicht zum Wassertempel. Nein, falscher Knopf. Oder geht's hier irgendwo wieder raus? Da geht's wieder raus. Perfekt. Das heißt, ich will nach rechts. Wir haben aber keine richtige Musik. Was bist du denn? Not in the mood. Ein Tiger? But oh well. It's a martial arts trained hellion. Should be pretty tough. If you don't let it come near you, it's no big deal. Lightning Tiger Blade! Time to learn some humility. So Air is the word! No! Das ist schon wieder kein Mana, keine Ausdauer. It's time! Howling Blade, Full Tempest! Hang on, everyone! Sonic Rock, Legend Gale! Now's my chance! Die sind wirklich tanky, diese Tiger. Is that your sword style? Pretty cool. Well, I had a lot of practice with Miklia. Gott, diese Koteletten. Ich liebe es, dass ich die ausgewählt habe. Da längs. Bring mal noch einen Tiger um. You ready, Saray? You can't be finished yet! Disperse! Let it fire! Fire should work! Leave it to me! It's over! Awake, Scorch Valley! Slice the way! Burning shot! Ring guys machen als ersten Platz. Burn away! Take out the arrows we use ours. Tiger Blade! Not bad. Rain of fire! Burning shot! Let's get him! Burning echo! Hang on, everyone! Rain of fire! Burning shot! Pillars of flame! Sword fire! Gravity rolls everything! Burning shot! That's the end of that! Woohoo! Weiter geht's. Oh! Was bist du? Weg bist du. Don't get careful! Schwäche Erde. Once you deal with that, you can't be finished. I will smite it. Eat this. Red the darkness. This is it. Gotta get slow. Eat this. Yeah. Cry out. Don't hit this. Afraid none. This is it. Light of it. That won't work. You were quite strong, but we're no pushovers either. Is there noch was? Ach, das ist der Weg. Das ist sogar der richtige Weg. Zertrümmerer. Übrigens für Pokémon, wo mir gerade als Zertrümmerin. Ich habe festgestellt, ich muss nochmal Backtracking machen für Stärke, damit ich endlich mein Drachen-Pokémon fangen kann. Ja, wir holen uns erstmal die Kiste, dann kümmern wir uns um dich. Das habe ich gerade gesagt. Oh verdammt, ich hab das falsch ausgewählt. Aber wenigstens können wir den Ringgeist so platt machen. Ready? Weak. Dancing flight. Hey, hey. Crowd fire. This is it. I can get changed without making a sound. Rührkuchen. Rührkuchen. Zack. Bin ich auf dem richtigen Weg? Ich bin auf dem richtigen Weg. Weil vielleicht führt mich das doch über den zum Wassertempel. I just followed the recipe. Should be fine. So richtig überzeugend klingst du nicht. Oh, ein Normin. Was machst du? Hast du noch Ausrüstung mit offenen Fertigkeiten? Ich kann sie nett und hübsch herrichten. Wo sind die Dolche? Erhöhung der Verteidigung um 25%. Ja, bitte. Grausiger Jagddolch klingt schon super. Falscher Weg. Da lang. Wir wollen ja schließlich durch oder weiter in die Höhle. Ah, shit.
So viel zu meinem Plan. Cool, das ist nur auf der Rückweg. Okay, ihr wollt stumm. Ready for this? See you next month, Earthborn! The type that can shoot. Gotta get close. Rampaging giant! Shake him up! Half thick! Flames of crimson! Pyrogenic ring! Get the crap out of here! Come on, everyone! Yeah! Eat this! That won't work! Wonderful! Rising Sagacha! Right now! Ow. I got you! So... Oh, kannst du mal stehen bleiben? Ey, es ist genau das, was ich vorhin schon angekreidet habe. Das Kampfsystem ist echt nicht cool. So. Oh, let's begin the pure Miss Miola! Break through! Use status ailment on the undead. Burn away! Slash the way! Rain of fire! Scorch blast! Purgatory of flame! Rain of fire! Burning shards! Vermilion crescent! Burn away! Be gone! Let's get him! Sweet dreams! Release my speed! Rhapsody! Burning shards! Purify the earth! Fairy circle! Burn! Burning shards! Purify the earth! I'm in a bind here! Not half bad! Rain of fire! No escape! Warum sind das so viele? Burn away! Vermilion crescent! Oh! Grant me protection! Get lost! Barrier! Release my speed! Rhapsody! Your words shall make break you vulnerable! Burning shard! Shield of flame! Rain of fire! Absinuant! Purgatory of flame! Rain Be of gone. Fire! Iron Curtain House Pits! Rain of fire! Gotcha. Burning shard! Rain of fire! Burn away! Purify the earth! Fairies iron through. Not yet! Not half! Whoa! No escape! You are afraid! Da läuft der einfach an, bevor er ist so zum Kotzen. Do you have anything? I'm not hiding anything, I swear. Mag das Kampfsystem nicht. Weil ich wiederhole mich, aber das kann ich auch nicht oft genug sagen. So, dann suchen wir zumindest den Aal, wenn ich mich nicht irre. Aber ich hätte schwören können, dass ich halt hier irgendwo den Wassertempel finde. Darlings? Gut, das wäre ein Weg, den ich nicht gehen kann. Ach so, halt, dann knacken wir hier mal. Wir knacken hier mal alle Steine auf, die wir aufknacken können. Ah, das hat sich schon gelohnt. Ein Hut. Ein einfacher Hut, der aber auf allen erdenklichen Arten getragen werden kann. Probier ihn. Das ist ein... Oh yes. Erst die Koteletten, aber die Hut... Das ist halt das Problem. Der Hut, der ignoriert halt die Frisur. Es sei denn... Wir machen ihn besonders groß. Gott, das ist dumm aus. Wir machen mal nur 200% von allem. Nein, ich bin weggerutscht. Das ist das nicht doch mal ein Hut. Das ist nicht doch mal ein Hut. Perfekt. Nein, natürlich nehme ich den Hut wieder weg. Weil er die Frisur ignoriert.
So, und Zertrümmerer. Ja, komm, jetzt sind wir schon so weit gekommen, dann kann ich mir hier kurz umgucken. Skelettboy, lass mich in Ruhe. We mustn't hold back. Once you deal with that. It has the new one. Get the crap out of it. Rampaging Giant! Iron Curtain! Don't let crap up! Toss! Rampaging Giant! End of the line! Bomb Ringer! Let's get don't him! Don't let up! My divine that's slave! I got you! Rampaging Giant! Shut up, bang! Back off! Take this! Rising Sand! Everyone okay? Ringgeist, bleib mir fern. Schwertstein. Cool. Also Geldsorgen habe ich keine. Das kann ich schon mal feststellen. Gucken wir hier jetzt mal nach. Ich meine, der Weg führt ja auch irgendwann zum Ziel. Der Wassertempel war das Ziel. Das habe ich geschafft? Nichts. Und deswegen glaube ich jetzt hier auch einfach mal an den Knirchen allen vorbei. Weil jetzt suchen wir den Dreckegel. Au. You ready, Sarai? Pass the new one! Purging flames around thee! Eat this bomb! Eat this! Echo shock! Sonic Rush! Shatterfang! Come on. Keep it sharp. The Hydra can shoot. Gotcha. Gotta get close. Wonderful. Crimson Edge. Rampage Giant. We won't lose to you. Warum werde ich eigentlich immer umgedreht? Egal. Aber ernsthaft, wo ist der Wassertempel? Ich hätte schwören können, der müsste dann irgendwie hier mal sein. Aber ich habe mich geirrt. Ich gebe zu, mich geirrt zu haben. Da sind sie mit. Nein! Oh Gott. Oh, alles verschlossen. Ist das der richtige Weg? Es ist hoffentlich der richtige Weg zum Dreckegel. On. Speicherpunkt. Kein gutes Zeichen. Ey, ich bin mal gespannt, wie der Dreck. Es muss da der Dreckegel sein. Warum ist das Wort so schwer? Dreckegel. Das hat nur drei E's. Ich nehme. Ernsthaft, warum ist hier nichts? We can't hold back if we run away. Der Dreckigel! Eine Feuerschwäche. It's so tiny! Small but quick. Don't lose sight of them. Should I use wider range attacks? If you can hold them back, we'll follow your lead. Lion's Howl! Rock Trigger! Dancing Flank! Gravity Roll Down! It's over! Purgatory of Flame! Ready? I can see me! Burn away! Trigger! Killers of Flame! Time you learn some humility! Vermilion Crescent! Burn away! Purgatory of Flame! Awaken Redder! I'm a smite evil! Sonic Rock, how's this? Dancing Flames! Ground Fire! Rain of Fire! Burn Strike! Purgatory of Flame! I got you! Trigger. Your words shall make you vulnerable! Welches Level hat er eigentlich? 36 mehr. Break through! Have some new one! Purgatory of Flame! Break through! No escape! Iron Purgatory of Flame! Vermilion Crescent! Burning Shard! Killers of Flame! Earth Balls! Take this! Damn. Eat this! Flow forth! Burning Echo! Be gone! Come on. Rain of Fire! Banner. Burning Shot! Yeah. Purgatory of Flame! Warum hat er sich eigentlich Tiny erst Rain of Fire. Burning in die Super Saiyan Form begeben und dann wieder raus? Crimson Edge! Killers of Flame! Grab the trigger! Ah, deswegen. Aber warum hast du es überhaupt gemacht? Burn! Burning Shot! Gravity rules everything! I will smite evil! Grab the trigger! Captain Ruin! Burn away! Pillars of Flame! Shake them up! Rain of Fire! Burn away! Purgatory of Flame! Come on, was geschafft! Burn away! Purgatory of Flame! Eat this! That won't work! Rain of Fire! Burning Shard! Purgatory of Flame! Jetzt stimmt doch mal, du blödes Vieh! Echo Shock! Scrap Toss! Vermilion Crescent! Burning Shard! Get we're survivors, no matter the odds!
Okay, wenigstens können wir jetzt den komischen anderen Knilcher platt machen. Und eine anormale Kugel haben wir auch gekriegt. Sehr schön. Oh! Did I become a Hellion? I'm sorry. I must have caused you all great trouble. No. We're just glad you're all right. My name is Forcia. Oh my! There's an iris gem here. An Earth in Historia. Could we have that? But of course. This is nowhere near enough to show my gratitude, however. No, it's perfect. Thank you. Dear me, what an honorable shepherd you are. If you'd like to thank us, could you maybe give your blessing to a village? It's called Gedaden, and it's very close by. Gedaden. That's the village outside the Shrine of the Fire Trial, correct? Do you have a vessel lined up? We'll find one for you. All right. I'll head over to the village for now. Gut, ich nehme dann mal das. Roter Irrstein, Führer. Oder Fyra. Der Autor des Himmelsverzeichnisses gründet mit seiner Frau, seinem Kind und seinen Freunden ein Dorf. Echt nicht sicher, was es mit diesen komischen Fetzen auf sich hat. Was the author of the celestial record a village chief? It looked like he was founding a village or something. Hey, Miglio, I was wondering, you don't suppose he was a shepherd? If the shepherd was the one who wrote the celestial record, a lot of things start to make sense. And Miglio? Sorry. What did you just say? Whoa. I've never seen you space out like that. You feeling okay? Oh no, poor Siclio. Nice. Not nice. No, but seriously, you all right? Should we sit down for a bit? I'm fine. I just got caught up in my thoughts. For some reason. Poor Siclio. Ich breche mal den Stein kaputt und... Dann gehen wir zurück nach Gododin, aber über den Teleporter. Ich laufe jetzt nicht wieder durch die ganze Höhle. Und es ärgert mich, dass ich den Wassertempel immer noch nicht gefunden habe. Der muss da irgendwo sein. Wo, nur wo ist der Wassertempel? Ich gucke übrigens gerade nach den Sachen, die ich suchen will. Cool. Liebeszimmer. Gott, manchmal ist es echt alles scheiße aufgebaut. Wo war es denn? Ich weiß, ich hatte mal eine. Was hier? Ja. Cool, wie das alles wieder funktioniert. Ach, come on. Thank you.
liebe sowas. Was denn? Cool. Ich habe es gefunden, habe mir dann gedacht, ach, suchst du da nochmal raus. Sledge, is it all right for you to be up? Worry not, excitable youngster. Everything has been taken care of. Thanks to the selfless heroism of Shepard Melfor! Shepard, I must apologize for causing you concern. However, I am afraid I still feel unwell. Please, excuse me. He's acting strange. Did something happen? That man named Melfor was threatening the chief. I'll expose your misdeeds, you fallen pope, he said. What? How did he know? Malfor used to be a priest, and we already know the church is investigating the fake elixir. Could you explain to me the details of what's going on? I see. So the missing pope was the one producing the fake elixir. Yeah, but it was for the sake of the villagers. Slenge told Malfor the distribution route and formula for making this fake elixir, on the condition that the church will continue to buy vermilion ore. What do you mean? So you're saying he didn't come to intimidate, but to negotiate? Yes, the church will overlook the former pope's crime. In exchange, it will gain control of the distribution channel for the fake elixir. And as the mediator, Malfor will gain prestige and credibility. So Gadadin will finally get legitimate revenue. But they're covering up a crime. And now the church itself is going to be selling fake elixir? That's just insane! Unfortunately, these things happen. Humans need money to live. That's what it comes down to. I don't suppose you're still open to blessing this village? I was thinking that the school building might work as a vessel. What do you think? Are you sure? The Pope, I mean the village chief, seems to have recognized that his time is drawing near. Even my blessing cannot forestall the inevitable. Is that why he's trying to secure a revenue stream for the village? I would like to stay a while longer and see what results his determination brings. Thank you, Forcia. You're quite welcome. The results his determination brings. Der Segen für die Region Gododin wurde wiederhergestellt. Oh! Oh, sie hat das Haarband nicht. Doch, sie hat das Band noch, aber es ist. Bleib aber hierbei, weil ohne Pony sieht es tatsächlich besser aus. Oh. Schick. Sehr schick. Ich glaube, ich bleib bei dem Rot. Jetzt muss ich mal kurz gucken. Haben die anderen auch neue Outfits gekriegt? Nope. Nope. Na, du vielleicht? Nope. 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 Und wie sieht's mit dem Hirten aus? Auch nichts. Schade. Das Problem ist, ich habe jetzt nur nach dem Guide geguckt und deswegen nicht hundertprozentig aufgepasst, gebe ich zu. What's that? Herrscher des. Ach so, das bist du. Gut, 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 gut. Wir teleportieren uns mal.
Höhle. So, welche Höhle sollte ich suchen? Moment. Lamorak-Höhle. Bossruin, okay. Bossruin. Wir wollen zu den Bossruinen, okay. Cool. Oh, are you joking? Wir müssen zu den Bossruinen. Aber ich weiß nicht wie. Ich weiß wirklich gerade nicht wie. Oh, ich muss nach Lastenbell. Okay, gehen wir also erstmal nach Lastenbell. Da ich Rose getroffen habe. Egal, wir Schnellreise nach Lastenbell. Lauf zurück zu dem Punkt, an dem ihr Rose nach der Schlacht gerettet habt. Um Gottes Willen. Wo war das denn? Dann müssen wir hier auf jeden Fall raus erstmal. Gespeichert? Gespeichert. Wo ich Rose gerettet habe. Ja, eigentlich hat sie mich ja gerettet, aber okay. Na nü. Wo ich Rose gerettet habe. Ich würde mal sagen, ich gehe zu der Höhle da. Oder kann ich von hier aus dann teleportieren? Ja, das muss die Höhle da sein. Vermute ich jetzt mal. Frage ist, will ich noch zu diesem lilanen Stern oder nicht? Ja, ich denke schon. Ich denke schon. Weil ich habe eine Ahnung, wer da sein könnte. Danke. Also, was ist es? Oh, jetzt sind sie aktiv scheinbar. Interessant. Weil da sind wahrscheinlich die kleinen Kinder, die die Leute überfallen. Wenn ich raten müsste. Und die wollten wir ja warnen. Machen wir nämlich das und dann kommen wir endlich zum Wassertempel. Meine Güte. Hat ja aber auch lang genug gedauert. Und ich gebe zu, ohne Guide hätte ich das nicht gefunden und ich bin mir nicht sicher, ob das ein gutes Zeichen für ein Spiel ist. Dachte ich es mir doch. It's the kids. The ones hunting soldiers. They're dead. Did the army do it? Doubtful. They wouldn't leave corpses in the open like this. Nor would they go to such extremes. Who else could it be? Thank goodness! One's still alive! We did what they asked. Why? Saray, watch out! Why did you kill them? Oh, keine Vorschläge. Could it be that she... I don't know.
know. We'll deal with that later. We must purify them. Back off! Fang Blade! Glimmer Dragon! Come forth! Solid Block! Sword Flare! Welches Level hast du? 40. Interessant. Eine Dryade! Stimmt, im Maul ist die noch drin. So wie der anderen Trianten greift er an, in der man seine Wurzeln ausbreitet. Das kann er in allen möglichen Richtungen tun. Anders als die anderen Trianten ist sein Arteangriff ziemlich hoch. Selbst wenn man sich außerhalb der Reichweite seiner Wurzeln befindet, sollte man sich vor seinen seraphischen Arten hüten. Oh, okay. Cool. What? Iron Cage! Lord of Fire! Howling Galus! No escape! Abaditorians are very resilient. Yeah. Slurping of water! Burning Echo! Burning Shards! Focus! Killers of Flame! Open the way! Vermilion Crescent! Burning Shards! Burn away! Lord of Water! Vermilion Crescent! Burning Shards! Pillars of Flame! Ocean Blitz! Burn away! Pillars of Flame! Ocean Blitz! Burn! Saints Arrow! Pillars of Flame! Get lost! Trap them! Aiming fire! Blistering Fangs! Here it goes! Burn! Burn away! Blistering Fangs! Rain of Fire! Burn away! Pillars of Flame! I'll strike you down! I got you! Water. Back off! Rim of Darkness! Burn away! Ah, getroffen. Killers of Flame! Shadow Shock! Vermilion Crescent! Purgatory of Flame! Enemy! Ready? May your knowledge seep from you! Burn! Mind burn blade. Away! I will smite you! What should I do? Vermilion Crescent! Burn away! Purgatory of Flame! Focus! Ha. Vermilion Sorry, Crescent! This Burning Shard! Pillars of Flame! Crimson Edge! Dancing Flame! Frozen Corpses go crawl! Burning Shards! Pillars of Earth Flame! Lord. Burn! Burning Shards! Be gone! Purgatory of Flame! Scrap Toss! Eat this! Vermilion Shake Crescent! Up. Burn away! Rampaging Jump! Burn! Burn away! Pillars of Flame! Earth Pulse! Scrap Toss! Eine Dryade könnte man besser darstellen. We did it. But she was the only one we could save. Naja. Hey, over there! Oh, he's still breathing! Whoa there, Mr. Shepard. What's going on? Oh! Oish. Perfect timing! We need help! Let's start with the treatment. Just leave the young'uns to me. Okay. Neither of them have mortal injuries, but they're not waking up yet. Did our purification fail? No, it's more of a psychological kind of deal. What on earth could have happened to them? He beat us. We did what we were told and lived as bandits. He? So you guys were hired by someone? Yeah. We weren't sure we wanted to keep hunting lone soldiers. Then he told us there was an easier way to make money. We did what we were told and attacked the carrier. And he bought all the stolen freight for a high price. He even promised us that he'd hook us up with legit jobs soon after. So who is this guy? I don't know. Our leader was the only one who talked to him, and I'm not that smart. But we believed in him, because we always wanted to have honest jobs. But then he said he was gonna destroy all the evidence, and send a bunch of soldiers and killed everybody. Destroy all the evidence? We were so foolish. I've never been that kid smart, but I'm so disappointed in myself. Please, avenge them. They took all our money, too. We only have this, but please. An Earth in Astoria. Don't worry. The Scattered Bones will see your request through. Rose.
Ich habe ja langsam den Verdacht, dass diese lilanen Sterne nicht zwangsweise Nebenquests sind, sondern dass das eine Quest ist, die ich sowieso machen muss. Allerdings später, weil ich habe das Gefühl, dass ich diese Erdhistorienkugeln alle wahrscheinlich sammeln muss. Keine Ahnung. Ist nur ein Verdacht, ein merkwürdiger Verdacht, den ich gerade für dieses Spiel habe. Grüner Irrstein da. Da. Der General von Rowlands wird offenbar degradiert. Wurde seine Armee in der Schlacht besiegt? Ist das der Werwolf? Ne, dieser komische Bärentyp, gegen den wir gekämpft haben? Nee. Ach, das ist nicht der König, sondern der General? Interessant. Hold on. Könnte das vielleicht der dunkle Lord sein? Könnte das Ganon werden? Wird aus ihm Ganondorf? So I guess that means that General Guy was exiled? From the army? From his country? Maybe he lost a war? Just a thought. Once there'd been huge crowds cheering for him. And now? It makes me wonder. There was no one at all he could turn to? That's par for the course for humans. Ich glaube fast, das ist Tatsache der... den Gedanken behalte ich mal im Hinterkopf. Weil es würde Tatsache auch zu dem passen, was ich mir schon gedacht habe, sag ich jetzt mal. Some of us are low on... Are you really going to take on his request? Yeah, I mean, I kinda already did. Huh. Are you sure this is okay? I hate to sound harsh, but... Those children were accomplices in a crime. Ja, sie sind aber Kinder. Meaning in this case, the mercenaries punished the group of thieves who caused them all this trouble. But, I mean, those kids were just trying to survive. Ja. They knew they were doing a bad thing, and they were trying to break free of that vicious cycle. Someone took advantage of that and murdered them. What those kids did was wrong. But even so, the one who betrayed them was just as wrong. Maybe, but... Sorry. I don't know the right answer to this. I'm not blaming you. Sorry if I made you feel that way. And it's not like it's just their problem. Huh? Just don't worry about it. Seriously. I'll totally do the detective work. If it's a Hellion thing, it's all you. All right. Let's find out who's behind it all first. You got it. Oh yeah, almost forgot. I should ask Agil to look after these kids. Moment. Weil das, was ich gerade hier gekriegt habe, kann ich das machen? Hier, ne? Der Titel. Gequälte Seele, was macht das? Artverteidigung plus 4%. Stark gegen Wind, schwach gegen Wasser, klar. Wir lassen es mal da. Was? Das ist vielleicht was. Vielleicht wurde das auch einfach nur hochgestuft. Keine Ahnung. Ich will wieder raus. Da lang. Wir gehen jetzt zu der Höhle. Zack. Wo will ich hin? Ich will dahin. Weil das ist nämlich auch ein Ort, an den ich noch nicht, an den ich nicht konnte ohne die Windfähigkeit. So, wir speichern das. Obwohl, nee, wir speichern jetzt noch nicht. Ich gehe mal davon aus, dass ich noch einen Speicherpunkt finde. Das hat mich schon mal in Schwierigkeiten gebracht. Wir speichern jetzt. Wir speichern jetzt.
Ich nehme mal das als Gelegenheit, um kurz die Aufnahme zu stoppen.